Der dritte Gegner für Deutschland in der Nations League lautet Ungarn und die deutsche Nationalmannschaft, die wartet noch im Gegensatz zu Ungarn auf den ersten Sieg. Zwei Unentschieden zum Start gegen Italien und gegen England. Die Ungarn gewannen das erste Spiel gegen England. Also war man sich bewusst, das würde hier ein schwieriges, kompliziertes Spiel werden und es war auch zäh. Es dauerte wirklich lange, bis Deutschland immer nach vorne kam. Massierte Fünferkette bei den Gastgebern. Es gelang wirklich selten mal was. Vielleicht ja mal eine Standardsituation. Halbe Stunde war da schon vorbei. Gündoğan legt sich den Ball zurecht, bringt ihn nicht ungefährlich rein. Orban klärt ihn erstmal, aber Gündoğan nimmt ihn nochmal auf. Müller, Havertz, Kimmich und wieder Orban dazwischen. Es war aus deutscher Sicht frustrierend, dieses Spiel. Die Elf von Hansi Flick, sie bemühte sich, aber es war im Prinzip nicht wirklich was zu holen. Kein einziger richtiger Torschuss und so ging es folgerichtig mit 0:0 in die Pause. Die Ungarn hatten sich auf defensive Arbeit, richtig harte Arbeit eingestellt und dann mal mit Umschaltsituationen gefährlich werden. So wie hier. Adam Szoboszlai raus zu Szoboszlai. Super Zusammenspiel. Szoboszlai, Szoboszlai und Roland Szalai mit dem vermeintlichen 1:0 in der 57. Minute. Aber dann merkte er es. Die Fahne ging hoch. Das war eine Bundesliga-Kombination. Adam Szalai auf Dominik Szoboszlai und Roland Szalai in der Mitte. Aber wir sahen es eben, die Abseitsposition korrekt. Schlotterbeck segelt am Ball vorbei, eiskalt, aber abgeschlossen. Trotzdem weiterhin 0:0. Glück für Deutschland. Jetzt musste natürlich mehr kommen. Es wurde etwas besser in Durchgang 2, weil Ungarn auch hier und da sich eben mal nach vorne wagte. 63 Minuten, aber auch schon hier absolviert. Willi Orban, der Leipziger, hielt seinem Rückhalt, seinem Keeper, den Rücken frei. Der anschließende Eckstoß, auch nicht komplett geklärt. Kimmich, Gündoğan, Musiala aus der zweiten Reihe. Die Busch mit der guten Tat in der 66. Spielminute, aber das war auch die beste Phase von Deutschland. Danach flachte es wieder ab, Ungarn sortierte sich wieder mehr und konnte dann die letzte Möglichkeit auch für sich verbuchen. Wir sind schon in der absoluten Schlussphase. Nochmal Adam Szalai. Legt den Ball raus. Die Flanke von Nego kommt. Süle klärt in den Rückraum und da ist Schäfer. Neuer mit der ganz wichtigen Parade. Verhindert hier den Super-GAU gegen Schäfer, den Mittelfeldmann von Union Berlin, sehen wir hier, der hätte sowas von gepasst, dieser Schuss. Am Ende blieb es beim 0:0 Deutschland mit 3 Unentschieden in 3 Spielen. Das muss in der sogenannten Rückrunde besser werden. Ansonsten wird man in dieser Nations League mal wieder nicht gut abschneiden.